So Leute und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. Warum fahre ich nach da oben? Ich muss auch nur nach... Ich muss auch nach unten noch... Wir haben letzten Part haben... Mich ja natürlich noch überrascht. Von diesen kleinen Gesellen. Sterbt einfach einen qualvollen Tod. Ich verschwende irgendwie meine Psyneke zu stark, aber... Wayne. Ja, wir haben uns Izumo verlassen. Alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und... Jetzt stirbt jetzt mit dieser Waffe, da ist danke. Kristallstab, hurra, werde ich nie benutzen, aber danke. Ja, vielleicht im nächsten Kampf. Ein Stachelball. Ein Schneeball gelesen. Das ist die falsche Jahreszeit. Mondbrise und tot. Ausgelöscht. Ich bin auf dem richtigen Weg. Denn ich will hier hin. Hier liegt was verborgen. Ja, ich weiß, ich sing. Viel zu viel in meinen Let's Plays. Bin ich hier. Aber was zum. Ey. Ups, ich bin falsch. Der Turm da, der ist unwichtig. Für den Moment. Ey, nicht ausweichen. Säureport! Wow, sehr effektiv. So, ich bin hier hin zu dieser Stadt. War hier noch was verborgen auf der Insel? Glaube ich nicht. Wir müssen jetzt hier hin. Champa! Wer hätte das gedacht? Jawohl! Es wurde getriggert! Ja! Das ist der Beweis. Isaac! Bist du das? Hast du mich mal verschnellt mit meinen Augen? Jo Mann, ich bin Isaac. Oh, ich muss mich geirrt haben. Junge Dame! Suchen Sie nach jemandem namens Isaac? Ja, der Mann, ich suche nach einem jemanden, der man Isaac nennt. Ich meine, es gibt vielleicht ungefähr 2 Millionen Menschen, die vielleicht Isaac heißen oder so. Wo ist Isaac? Die wir auch meine Stimme bekommen. Tut mir leid, aber Isaac ist nicht bei uns. Nun, wo kann ich diesen Isaac finden? Warum willst du ihn so undringend sehen? Finden. Ich bin Feizi. Isaac hat mir eins geholfen. Okay, warum sagst du, wie du heißt? Egal. Fast du, dem kleinen Fettklops, der in eine Falle geraten war. Isaac hat ihn gerettet. Nichts gegen dicke Leute. Er ist ein mutiger Mann, nicht wahr? Davon gehe ich aus. Ich sag, wir uns nicht umbringen, aber egal. Aber einfach ein bisschen Versuch nach ihm. By the way, ich heiße Crane. Gefällt dir? Geht es darum? Du bist ein gemeiner alter Mann. Ist es nicht nett, mich so aufzuziehen? Dann habe ich also recht. Du stehst auf Isaac. Boom, boom, tschakalacke. Aber auch Jenna steht auf Isaac. Halt die Schnauze, Crane. Nein, oh, ist mir das peinlich. Keine Sorge, Feizi. Wir werden Isaac mitteilen, dass du was zu für ihn empfindest. Ich? Wirklich? Mit dem Impetus hat dies überreichen? Was ist das? Isaac befindet sich auf einer gefährlichen Reise! Isaac befindet sich auf einer gefährlichen Reise! Ich mach mir Sorgen, so habe ich meinen Glücksbringer gefertigt. Ein Glücksbringer! Ich verstehe! Punkt, nicht! Ich geh jetzt, Ataman! Danke, dass ihr mir diesen Dienst erweist. Ja. Ja, kein Ding. Oh geil, das wird getriggert, wir bekommen... Goldener Ring! Also, was machen wir nochmal? Hört alle mal haben Widerstand, das ist schön. Den kriegt dann mal Jenna. Yay! So, das Event ist getriggert. Also die Passwortübertragung. Ich bin heilfroh, das ist super, das ist geil. Hey, was geht? Wieder das Jumper sind in der Welt da draußen nicht so gerne gesehen, oder? Oh ja. Hey, das hat weh, du kannst mich wenigstens aus Hilfe ein wenig belügen. Mit weiteren solche Gerüchte verbreitet sind, wirst du sie nicht leicht haben. Alla, ich habe deinen Chef Briggs gekillt, nicht, habe ich ihn beinahe zerstört. Zerschmerzt! Ich habe ihm das Gesicht nach hinten gezogen. Voll krass auf Cranard. Jo Mann, Alla, ich bin der krasseste auf der ganzen Welt! Crane in Ruhe. Okay. Die Jumper, die nicht in den Klippen leben, sind jämmerliche Feiglinge. Die Leute in den Klippen würden Briggs und Obama ohne zu zögern mit ihrem Leben beschützen. Joa. Naja.
Sagen wir so, die nicht in den Klippen wohnen, sind einfach das Kanonenfutter, ne? So, ich glaube, hier draußen war was. Eine Frau. Du fragst dich sicher, warum nur Zelda und ihre Familie in den Klippen leben dürfen. Nun, von den Klippen aus kann man das Meer überblicken und nach den Männern Ausschau halten. Ja, vor allem, wenn sie fremde Frauen anbaggern und so, ne? Du. Die Musik ist so schön. So, was ist denn hier? Kinder! Eines Tages möchte ich ein Seemann werden, so wie mein Vater vor mir. Meine Mutter hat mir gedacht, ich erzähle lieber, dass ich studiere und zu einem Gelehrten werde. Werd ja nicht zu einem Crane, Junge. Werd niemals zu einem Crane. Niemals. 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 So, ich glaube, ich bin jetzt hier. Ja. Lülle. Wobei, bei Frank momentan mit niemanden. Sie macht sich Sorgen um ihren Enkel und möchte dir niemand gestört werden. Hallo? Ist mein Enkel zurückgekehrt? Ist mein Brexit zu Hause? Nö. Ich habe doch nicht gestört zu werden, bevor mein Enkel nicht zurückgekehrt ist. Lass mich allein. Alter, ist die Alte drauf. So, ich hab hier mal ein. Jawoll! Glück mit den Augen. Wer trägt denn die? Wow, ich bin 3 Stück. Eigentlich relativ wenig. So, ist das noch ein cooler Raum? Oder kommt ihr erst noch? Der ist nämlich. Ja. Bam! What the fuck? Diese Grube ist aber auch was Esse. Sie benutzt sie, wenn sie Metall zu Waffen und Rüstung schmiedet. Das ist also eine Schmiedin. So. Es wäre so episch, wenn er jetzt sagen würde: Das ist Sparta! Aber Felix kann nicht sprechen. Oh, Felix. Warum kannst du nicht sprechen? Ich bin im ersten Teil warst du so gesprächig, ne? Ernsthaft, was ist aus dir geworden, Felix? Irgendwie. Du wurdest so. Naja. So erweichlicht. Naja. Raus hier. Alle Männer sind mit Brixen in See gestochen. So lauf, mein Liebster. Ich hoffe, sie kennen bald. Ja, du kannst ein bisschen länger warten, ne? Ich meine, die hocken im Gefängnis und spielen Poker und so, ne? So, ich will erstmal ins Independent gehen. Ja. Willkommen. Wow, 72 Münzen. Wie können sich das die anderen Leute hier leisten? Ich meine, Jumper ist doch beinahe vom. Das sind nur Hartz-IV-Empfänger und so. Naja. Show. Hier gab es auch irgendwo einen Shop. Ah, da unten. Was macht ihr da? Leo, bringst du zurück und wirfst du mal eine merkwürdige Fähigkeit. Ich will nicht, wenn ich weiß, ich kann. Ja. Du willst auch Telekinese Schnapper lernen. Hallo. Welcome. Tapjeniger. Ninja-Klinge. Ist die gut? Für die wäre für Jenna was. Wow, die wäre wirklich gut für Jenna. Aber ich will erstmal schauen, was. Die weite Probe? Für Jenna? Jo. Spieleticket, die hat glaube ich Jenna. Die Wartezeit brauche ich nicht. Hatten wir schon. So, gut, dann. Dann noch die Ninja-Klinge. Für. Was sind das denn die? Zyklonschlag. Ja, für Jenna. Obwohl, ich glaube, Hypnos wäre noch eventuell für Jenna, für Cosmo gut gewesen. Ich hoffe ja mal nicht. Wo ist Hypnos hier? Bitte nicht. Achso, kann sie gar nicht anziehen. Okay, gut. Heiltrank, ne. So, hast du noch ein paar Waffen für mich? Dude, hallo. Alter, ich will. Verdammt! Gut, dann hauen wir halt ab. Wenn sie keine Waffen gibt, dann habe ich auch nichts zu suchen. Ich stelle fest, dass du mich einmal mehr eingeholt hast, Felix. Alex? Alex? Wer ist Alex? Alex ist ein Wasseradept. Wir sind zusammen gereist, aber er hat uns verlassen, als wir in Indra gelandet sind. Ein Wasseradept? Ah, wie ich sehe, habt ihr eine neue Freundschaft geschlossen. Ihr wart sicher äußerst beschäftigt, oder? Joa. Und ihr habt sogar einen neuen Wasserdeppen für eure Sache gewinnen können. Heißt das, ihr werft mich weg wie ein Stück Abfall? Was willst du eigentlich jetzt noch von uns, Alex?
Hast du vergessen, dass du uns verlassen hast? Meine liebe Jenna, nach allem, was wir gemeinsam verstanden haben, habt ihr denn nur noch Verachtung für mich übrig? Ja. Recht hast du, Felix. Warum sollten wir uns mit jemandem abgeben, der uns einfach im Stich gelassen hat? Was sind wir doch für eine verbitterte Haufen. Dabei wollt ihr doch nur bei eurer kleinen Aufgabe behilflich sein. Auf deine Hilfe können wir verzichten. Wenn euch Dämonen dich empfachen. Ah! Braucht meine Stimme. Könnt ihr das wirklich? Könnt ihr das wirklich? Meine Stimme. Naja. Genau. Meine Stimme. Naja, ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr euch erinnern könnt. Alex, was geht hier vor? Wie soll ich das nur erklären? Ganz einfach. Alex hat einmal mehr seine bemerkenswerte Voraussicht bewiesen. Oh, hattet ihr noch nicht das Vergnügen, euch vorzustellen? Als ich ihn Mada traf, war er auf dem Schiff. Ich bin Hagatio. Mal sehen, der Kerl ist Felix, die Mädchen sind Jenna und Cosma. Da muss er Crayden sein. Sie sind also in unsere zuverlässige Haufen von Vogelscheuchen. Ja, sie sind wirklich äußerst nutzlos, deshalb muss ich sie auch natürlich auch verlassen. Doch jetzt, so glaube ich, erscheint mein Urteil wohl etwas übereilt. Der Name lautet Aaron. Woher kennst du meinen Namen? Wie schnell man noch vergisst, wir trafen uns bereits, als du in Gewahrsam warst. Wer könnte der Amateur vergessen, der in dieser obskuren Kleinstadt Wasser zu Eis werden ließ? Ah, du hast es gesehen, da wusstest du, dass Aaron ein Wasserdepp ist. Tatsächlich habe ich sogar daran gedacht, mir sein Schiff zu leihen. Du würdest das ein Schiff von jemandem schillen? Das sieht dir sowas von ähnlich, Alex. Das schmerzt, Jenna. Ich hätte es lediglich geborgt. Was immer du auch im Sinn hättest, auf keinen Fall hättest du deinen Handel gerechtfertigt. Gerade als ich die Gelegenheit ergreifen wollte, musst du wieder auftauchen. Du meinst Askibombo? Ich komme Augenblicke zu spät. Ist das nicht eine Schande? Dennoch, so konnte ich wenigstens auf Dinarion Hagatio stoßen. Also war es vermutlich eine Fügung des Schicksals. Könntest du für eine Sekunde aufhören, von dir selbst zu sprechen, Alex? Genug der kindischen Sticheleien. Alex, was ist es, das diese drei Kinder so nützlich macht? Vier Kinder angemerkt und ein alter Mann. Sie brachten uns den Ball, den Akafubo gestohlen hat. Das war es ihre Findigkeit. Warum dies? Die Kibomba sind dann sehr... Die Kibomba sind dann sehr kriegerisch. Zumindest waren sie das. Der Ball beschaffen war sicherlich kein leichtes Befangen. Ja, eigentlich schon. Es waren nur einfache Dörfler, leicht anzuschüchtern durch eine Zuschaustellung von Psynergie. Nein, sie haben sicher weniger jähe Methode angewandt, als du es bevorzugt hättest. Oh, und welche Methoden mögen das sein? Alex sagt es bereits deutlich, hast du keine Unwahl am Mann, Mann? Wir würden niemanden durch Terror dazu bewegen, das für uns zu tun. Genug jetzt. Wer ist denn nicht das Thema? Wann werdet ihr die verbleibenden Leuchtturm entfachen? Ja, unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Verschwendet ihr noch mehr unserer Zeit, nehmen wir die Elementarsterne und tun es selbst. Hätten wir einen Winterdeppen, so wie Cosma und die Elementarsterne, bräuchten wir gar nicht. Wie bitte? Ich bin selbstverständlich gegen eine solche Vorgehensweise. Meine Erfahrungen mit Satoru und Minardi haben mir gezeigt, dass sie, obgleich mächtige Krieger, nicht dazu geeignet waren, die Mysterien der Leuchttürme zu entschlüsseln. Willst du damit sagen, sie sind daran gescheitert, die Rätsel zu lösen? Kläglich. Deutest du an, dass sie nur grobe Raufbolde waren, nicht in der Lage, mit Logik und Intelligenz zu agieren? Willst du sagen, dass wir uns in dieser Hinsicht nicht von ihnen unterscheiden? Ich fürchte, so ist es. Alex, auf welche Seite stehst du eigentlich? Ich stehe auf niemandes Seite. Mein einziges Ziel ist, die Leuchte mal wieder zu erfachen. Dann willst du also diese Aufgabe Felix und seinen Freunden überlassen? Warum haben wir dann die ganze Zeit nach Felix gesucht? Ich wollte nur sicher gehen, dass er und seine Gefährten ihren Auftrag nicht vergessen haben. Ist das wirklich alles? Was war das für eine Stimme gerade? Zudem wollte ich euch beiden Felix vorstellen. Wozu soll das gut sein? Da Saturas Medaille nicht mehr unter uns fallen, hattet ihr vielleicht das Gefühl, nichts würde euch mehr zur Lösung eurer Aufgabe antreiben. Das konnte ich natürlich in keinster Weise gedulden.
Was meinst du damit? Und Satoru's Medaille, so dachte ich mir, könnte vielleicht ein anderes Paar. Wie soll ich das nur ausdrücken? Euch den nötigen Ansporn gewähren, euer Ziel mit dem gebotenen Eifer zu folgen. Und dieser Eifer geht im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.